Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stage of Survivors. Genauso wie gestern. Wir werden es mal starten. Musik werde ich anmachen. Und Vollbild. Ich habe die Dailies ja gestern nicht geschafft. Das will ich heute auch nicht schaffen, weil da sind ja immer solche mega langen Dailies dabei. Wahnsinn. Da sitzt man dann den ganzen Tag dran. Aber wir schauen mal, wie weit wir diesmal wieder kommen. Ich höre Zombies. Oh. Ich greife mich wieder an. Wow. Oh, das ist also neu. Die kommen da jetzt immer rein. Ah, das machen wir gleich. Erstmal alles einsammeln. Alles einsammeln, was ich zum Einsammeln habe. Leute einsammeln. Die Leute einsammeln. Ja, die habe ich gerade eingesammelt. Genau. Holz einsammeln. Die auch nochmal einsammeln. Gut, gleich mal die nächsten trainieren lassen hier. Okay. Leute werden trainiert. Was habe ich hier noch? Immer noch was? Ach, das wieder. Freundschaft. Ein Held, der blinkt von mir. Nicht nur einer. Ein bisschen aufleveln. Schön. Was hat denn der noch? Da unten. I got you covered. Und da haben wir noch einen Helm. Da haben wir noch die Frau. Gut. Postfach haben wir noch was. Jede macht keinen Angriff zurzeit. Okay. VIP einfordern. Und jetzt das hier. Den haben wir fertig. Oh, ich habe schon 20 Leute geholfen. Das finde ich gut. Dann fangen wir jetzt an.
Wir haben jetzt alles eingesammelt. Ja, da noch mal ein bisschen Holz einsammeln. Noch eine Suche machen, okay. Da leuchtet noch eine Kiste. Gut, auch noch mal zwei Sachen fertig gemacht. Dann fangen wir an. Tägliche 5 Spenden. Gehen wir rauf. Also es wird sowieso mehr wie 5, also ich drücke hier gleich alles durch. Fünf haben wir gemacht, 20 haben wir auch fertig. Wir sind bei 25 angekommen, also 15 fehlen noch. Und die werden wahrscheinlich heute nicht gemacht. Dann schließe eine Herausforderung auf den Erkundungspfad ab. Wir sind bei denen angekommen. Scheiße. Sind die gleichen. Faust 23. Ich habe nur einen Nahkämpfer. Ich dachte mal, das wäre ein Motorradfahrer. Na gut. Ne, der ist besser. Hier steht, sieht ihr, hier sieht man ja die Kraft von den du anwählst. 62.000, 44.000 und der hat 169.000. Also das war den. Da haben wir nur den. Bei denen haben wir die 2, der hat 195.000 und der hat 37.000. Also das war den drin. Gut, dann schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ich hoffe es. Es wird wahrscheinlich sehr schwer werden. Lassen wir mal alles durchlaufen. Das war die erste Runde. Ich glaube, das sind insgesamt 2 Runden. Ja, ich glaube, jetzt kommt der Boss. Letzte Runde, genau. Ganz knapp. Gehen wir mal hier raus. Der wird sowieso jetzt erweitert. Ja, auf 3.
müssen wir noch zweimal kämpfen. Ja, das schaffe ich nicht. Wir können ja, glaube ich, auch einen Schwächeren nehmen und sagen, wir nehmen mal jetzt andere Leute, die sollen auch mal ein bisschen kämpfen. Die Frau zum Beispiel ersetzen. Und hier geht's nicht. Und hier den Mann ersetzen. Spielen wir mal mit zwei anderen. Mamma mia. Zombies kommt denn dann auch? Oh oh, sieht schlecht aus. Gleich ist der erste tot. Jo, die Mutter ist down. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass sie ist hochgegangen. Ja, dann war sie wahrscheinlich down. Und ich muss noch mal einen Kampf machen. Ich kämpfe mal gegen den Boss hier. Wäre besser. Ich soll meine Helden verbessern. Wie soll ich die verbessern? Ach ja. Okay.
Station gehen und nochmal. Kämpfer nochmal gegen der Frau. Ja, gegen der Frau, gegen dieses komische Zombie-Ding. Okay, vielleicht ist das ja eine Frau. Miss Zombie. Sieht zumindest aus wie eine Frau mit dem Kleid, aber naja. Ich hätte jetzt eigentlich gerade auch noch mal einen anderen nehmen können. Immer diese Nachrichten hier. Jetzt kommt der Boss und dann haben wir die Runde auch geschafft. Na, ist das eine Frau mit vier Beinen? Hat aber ein Kleid. Durch. Schmeißt eine Granate. Ah, schade. Aber die ist auch gleich tot. Oh, sie ist down. Geht auch schneller wie ein Kragen. Ja. Gut, dann haben wir die drei Runden auch geschafft. Was ist jetzt? Was war jetzt? Ah, ich muss hier leider abbrechen. Mein Bildschirm, der ist wieder oppe, oder? Ich muss Nummer 2 machen. Ja. Mein linker Bildschirm ist kaputt. So ein Mist. Ich wollte den noch mal nehmen. Ich muss jetzt über den kleinen Bildschirm spielen. Den habe ich genommen, den, da habe ich ja nur 2. Und angreifen.
Ihr seht das nicht, aber ich sehe es. Mein Bildschirm geht immer wieder aus, der linke. Geht aus, geht an, geht aus, geht an. Deswegen spiele ich jetzt gerade nur über die Aufnahme. Die habe ich auf den anderen Bildschirm laufen. Ich denke mal, das habe ich verloren, die Runde. Fresse mich. Und der nächste down. Ah. Und der nächste down. Ach, die muss ich nicht heilen. Na dann. Mission. Die Runde hat auch nicht gezählt. Schade, schade. Also müssen wir den hier wieder wegnehmen. Da war sogar die hier besser. Aber wir nehmen wieder den hier. Wir haben uns jetzt alle angeschaut. Und da nehmen wir den wieder. So, dann geht es ein bisschen schneller. Das ist ja meine Stammgruppe. Oh. Jetzt sagt er, Monitor ist aus. Mein Monitor ist kaputt. Ah.
Jo. Und nochmal. Dann muss ich gleich mal schauen, was ich mache. Jetzt ist er wieder an. Mal schauen, wie lange. Ein schöner LG-Monitor. Habt ihr mal was umgestellt? Vielleicht geht das ja jetzt. So, Missionen fertig. Und Spenden machen wir später nochmal. Schließe eine Spionmission ab. Genau. Da ist Pickup. Da kriegt man wahrscheinlich Leute. Retten. Spionagemission, die nächste. Pickup. Okay, haben wir gemacht. Angriff.
Ja, da unten ist er. Mir fällt gerade ein, ich muss ja noch forschen und ein Haus bauen, ne? Dann gehen wir mal schnell in meiner Basis wieder rein. Und da, der baut nicht. Upgraden. Okay. Und wo war die Forschung? Hier war die Forschung. Ach, geht jetzt gar nicht. Na gut, dann machen wir die Mission weiter. Spionagemission. Die haben wir gerade fertig gemacht. Da war noch etwas. Level 8er Zombies. Noch ein Brief. Ach, die gehen aber langsam. Manchmal gehen sie schnell, manchmal langsam. Sieg, jawohl. Wieder in Spionagemission reingehen. Einsammeln. Immer jetzt zu den hier. Die schaffen es nicht. Also warten, bis sie wieder zurück sind. Okay, sind wieder da. Und gleich zum nächsten. Will ich nicht. Alles einsammeln. Sind immer noch unterwegs. Wie oft kommen die denn noch hier, die Zombies? Meine Güte. Wirtschaft, Forschung. Ah, ein Upgrade von einem Gebäude. War auch eine Mission. Stimmt ja auch. Und eine Forschung war auch Mission. Wir haben gewonnen. Leute heilen auch noch. Und jetzt wieder auf Mission gehen.
Eine Minute dauert das. Kein Problem. Wenn der das macht, kann ich ja die andere Gruppe loslaufen lassen, um zu sammeln, oder nicht? Heilen. Da ist ein Schrottplatz, den kann ich aufsammeln. Ach, geht gar nicht. Schade. Brauche ich die Leute für? Ach ja. Okay, da habe ich die Forschung und Baubeschleunigung von der Gilde auch schon benutzt. Schön. Sieht auch cool aus. Okay. Dann let's go. Das war vor 14 Tagen. Bisschen spät. Und das ist aus meiner Gilde. Also das ist der Gildenchat. Okay. Einsatzchat. Okay. Da leuchtet wieder ein roter Punkt. Gucken, was haben wir hier? Oh, hier. Hier ist nichts. Muttertag. Okay.
Okay, das war's. Ja, gewonnen. Und jetzt wieder ein paar Leute heilen. Kapitel 2 fertig, okay. Und wir gehen jetzt wieder auf Missionen. Einmal Vorräte eingesammelt, fertig. Und Truppen ausbilden, trainieren, jawohl. Trainieren. Okay. Gebäude bauen, auch noch. Gleich sind sie da. So, dann gehe ich mal auf Intel. Niederlage. Was war eine Niederlage? Nein. Warum war das eine Niederlage? Wo bin ich mit dem Bein losgelaufen? Wow. Hilfe, ich habe verloren. Kann ich da noch ein paar heilen? Drei Leute. Nächste Forschung. Wirtschaft. Beschleunigen. Allianz. Alle von der Allianz benutzen. Und bauen. Upgrade.
Okay. Beschleunigen, Allianz, alles benutzen. So, da haben wir das jetzt fertig. Alpha arbeiten, schön. Der arbeitet auch. Dann gehen wir jetzt wieder auf Suche. Greifen jetzt mal mit die richtigen Leute an. 2 Minuten dauert das, dann bin ich da. Bis dahin kann ich noch andere Sachen machen. Besetzen. Transfer? Nee, ich möchte da nicht hin. Okay. Sind wir da noch drin? Plus 5 der Truppen, okay. Ah, die sind schon da. Das ist doch gut. Sieg. Anderthalb Stunden noch. Na dann. Dann gehen wir jetzt wieder auf Missionen und das können wir nicht machen. Erst in anderthalb Stunden geht das weiter. Da müsste einer von meiner Gilde online sein. Stunde machen. Ah, erstmal warten, bis sie zurück sind. Also dann Mission noch mal gucken. Das mache ich gleich, wenn sie wieder zurück sind. Seuchenzone, ich glaube, die kann man so noch angreifen. Seuchenzone. Ne, da brauche ich 3 Leute. Einsatzteam, Mitglieder, Limit 3. Schade. Schade, schade, schade. Dann kann ich noch heilen gleich. Ja, gut. Ich warte schnell, bis sie wieder zu Hause sind. Ich glaube, die sind schon zu Hause. Komm, machen wir jetzt mal hier Training. Und was können wir noch alles da? Welche reparieren? Reparieren.
repariere Menschen. Dann will ich das jetzt so machen. Ich setze einmal nochmal Leute auf Nahrung an. Suchen. Sammeln. Alle losschicken, die hin müssen. Hin müssen, hin können. Mache ich den hier nochmal eine Rallye von 60 Minuten. Whisper ist wieder online. Das war's. Gut. Das läuft jetzt eine Stunde. Und die anderen werden da jetzt sammeln, Nahrung sammeln. Das dauert 20 Minuten. Deswegen kann ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Das geht erst in anderthalb Stunden. Das habe ich angesetzt für eine Stunde. Da brauche ich drei Leute im Team. Heilen. Alle gesund. Und schon wieder böser Schirm aus. Da habe ich gerade Leute hingeschickt und ich kann ihm nur zwei Leute mal losschicken. Also war es das erstmal für mich, für heute. Dann werde ich jetzt mein Ticket abholen. So. Alles fertig. Okay. Beenden das Spiel. Geht nicht auf Escape. So beenden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn er. Also, ich wollte noch sagen, wenn man das Spiel spielt, wenn du die Dailies abschließen willst, da brauchst du über eine Stunde. Ich bin ja noch nicht fertig mit den Dailies, nur das andere dauert noch so lange. Deswegen werde ich jetzt aufhören, meinen XL-Vlog, und sagen, das dauert sehr lange. Die Dailies bei den Spielen. Da braucht man viel Zeit. Gut, dann werde ich jetzt erstmal mein Ticket abholen. Ich würde mich, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.